Humintec ist eine Biotechnologieunternehmen, ansässig in Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Wir gewinnen aus dem Braunkohle eine der wichtigsten Substanzen, das nennen wir Humic-Substance oder Humic-Material, die wichtigste Element von der humusreichen Boden. Weltweit gibt es fast 400 Millionen Hektar Agrarlandschaften. Die wachsende Weltbevölkerungszahlen, die Ernährung in den Sackgasse führt. Und gibt es auch Umweltprobleme, um das zu beseitigen, brauchen wir den Humus im Boden. Und die wir hier aus dem Braunkohle, oxidierte Braunkohle gewinnen und fast über 70 Länder exportieren. Vor allem die Aridlandschaften wie Nordafrika, Südeuropa, arabische Länder bis Kalifornien. In diesem Boden zum Beispiel, woher ich komme, aus der Türkei, in diesem Boden gibt es genug Eisen, aber die Pflanze ist nicht in der Lage, diese Eisen oder die anderen Mikroelemente zu sich nehmen. Humus ist das im Boden wie eine Verkehrspolizei. Sie haben Eigenschaften mit mehrwertigen Elementen wie Arsen, Blei, solche Giftstoffe, unlösliche Komplexe bilden mit zwei dreiwertigen Elementen, langsam lösen, die Slow Release Komplexe, damit die Pflanze zu sich nehmen und der Kreislauf an den Mensch und das Tier geht. In unserem Körper gibt es nur ein einziges Gramm Eisen. Wenn davon 1000 fehlt, dann haben wir Anämie, also Armen, Blutarmung. Das ist genauso geltend bei Agrarwirtschaft. In einem Hektar, beziehungsweise 10.000 Quadratmeter Maisfeld, braucht der Feld ein einziges Gramm Eisen. Wenn da dort auffällt, dann gibt es Probleme Chlorose, also gelbliche Blätter. Also Lunge wird verrottet. Das heißt, alle Chemiker der Welt, wenn die zusammenkommen, sind die nicht in der Lage, was ein einziger Baum schafft. Also Stickstoff von der Luft nehmen, CO2 nehmen und eine Photosynthese machen, das ist ein Chlorophyllprozess. Dafür brauchen die Eisen. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt der gelbe Blätter und kranke Pflanze. Das ist ein Kreislauf. Auf der anderen Seite hat einen CO2-Probleme. CO2 kommt natürlich von Kohlekraftwerken, von Autos, von der Industrie. Die Menschheit hat beschäftigt in den letzten Jahren sehr intensiv mit den CO2-Bindungen. Laut Statistiken und Zahlen, Forschungen, die alle Wälder der Welt und Weide sind nicht mehr in der Lage, wie ein Humus im Boden so viel CO2 zu binden. Ich habe eben eine Zahl gegeben, die Zahl ist nicht von mir, von der Max-Planck-Institut Potsdam. Professor Andreotti hatte eine Presseerklärung gegeben, eine Forschungsergebnisse. In dem Boden, wenn Sie 60 cm ein einziger Prozent Humusanteil erhöhen, damit können Sie über den 400 Millionen Hektar Agrarlandschaften können Sie 350 Millionen Tonnen CO2 binden. Also keine Wald in der Lage, so viel CO2 zu binden. Wenn wir die Agrarlandwirtschaft so in die Richtung gehen, werden wir auch diese Umweltprobleme lösen. Heutzutage, die Chemieindustrie, seitdem die Julius Liebig, den deutschen Chemiker, die Pflanzenernährung definiert hat, vor 150 Jahren, es gibt Nährstoffe für die Pflanze, Stickstoff, Phosphat und Kalium und dann plus diese Mikroelemente, was wir eben gesprochen haben. Wenn einer davon fehlt, der Pflanze wächst nicht so gut oder nicht gesund. Aber die Chemieindustrie diese Äußerungen etwas bewusst falsch interpretiert und haben gesagt, mit Dünger geht alles in Ordnung. Da brauchen wir die Erde nicht. Erde ist ein Topf, mehr hat keine Funktion. Aber es ist heutzutage, wissen wir,
wie wichtig die Erde ist. In der Erde, wenn Sie rausgehen, eine Handvoll Erde nehmen, gehen Sie nicht in ein Labor, da werden Sie sehen, 7 bis 8 Milliarden Lebewesen, Bakterien in diesem Boden. Als wir Kind waren, bei jeder kleinen Schmerzen, Zahnschmerzen oder Halsschmerzen, haben wir Antibiotika wie ein Bonbons geschluckt. Heutzutage, die Ärzte schreiben nicht ohne eine Rezeptpflicht. Warum? Das gilt auch gleiche für den Boden. Wenn wir ein Antibiotika schlucken, dann töten wir auch alle Bakterien in unserem Verdauungssystem. Jeder Mensch trägt so ungefähr 3,5 Kilo Bakterien in seinem Verdauungssystem, nützliche Bakterien. Diese Flora dürfte man nicht kaputt machen. Genauso im Boden auch, wegen Krankheitserreger, sehr viele Pestizide, Herbizide seit Jahren weltweit appliziert. Und sie töten auch diese 7 Milliarden Bakterien teilweise. Da gibt es symbiotisch, nennt man das, gibt es ein Gleichgewicht im Boden. Gibt es Bakterien, die schädliche Bakterien fressen. Genauso in unserem Magen auch, denn die gleiche Darm, das gleiche Prinzip funktioniert. Jetzt alle Regierungen der Welt sind wach geküsst worden. Wir haben früher mit diesem Stoff propagiert, damit sie bis zu 30% Ertragssteigerung. Heutzutage, die propagieren, mit diesem Stoff können sie 30% weniger Kunstdünger verwenden mit vergleichbaren Erträgen. Heutzutage ist es Weltbevölkerungszahl 7 Milliarden und der Kunstdüngermenge ist es rund 1 Milliarde Tonne. Ein Drittel ist es, der auf China kosten geht. Wenn Sie alle Prognosen sagen, 2050 wird der Weltbevölkerung rund 10 Milliarden sein. Wenn die proportional auch die Düngemittelherstellung so steigt, dann haben wir Probleme. Um das zu stoppen oder im Gleichgewicht halten, wenigstens diese jetzige Menge, brauchen die Boden diese wichtige Substanz Humus. Und was wir produzieren, die wichtigste Substanz von Humus, das heißt Humusstoffe.